Köln 50667. Mark erfährt von Jules Seitensprung. Dass Jule mit Steve geschlafen hat, bleibt nicht lange geheim. Was bedeutet das für das Köln 50667 Traumpaar? In den vergangenen Wochen hatte es das Köln 50667 Traumpaar nicht einfach. Immer wieder gerieten Jule und Mark wegen der DJ-Karriere aneinander. Dann kamen Missverständnisse wegen Marks Ex Nina auf, die die Lage noch vertragter machten. In einer Übersprungshandlung schlief Jule in der Annahme, Mark würde sie betrügen, mit ihrem Manager Steve, und hat seitdem ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Für sie steht fest, Mark darf niemals davon erfahren. Doch genau das wird er in der kommenden Woche. Köln 50667, Mark erfährt von Jules Seitensprung. Auch Mark hat ein schlechtes Gewissen. Er ist überzeugt, Jule in den letzten Wochen nicht den Rücken gestärkt zu haben. Da er mitbekommen hat, dass Jule und Steve fortan getrennte Wege gehen und glaubt, dass dies an dem Manager liegt, bittet er ihn zu einem Gespräch. Mark versucht, Steve umzustimmen und ihn Jule wieder unter Vertrag nehmen zu lassen. Der Rettungssanitäter ahnt nicht, dass es Jule war, die die Kooperation aufgekündigt hat, um Steve nie wiederzusehen und ihren Seitensprung damit vergessen zu machen. Als Jule erfährt, dass Steve bei ihnen in der Wohnung ist, befürchtet sie das Schlimmste und beeilte sich, auf schnellsten Wege zu ihnen zu stoßen, um zu verhindern, dass Steve die Wahrheit ausplaudert. Doch die Situation vor Ort ist anders, als sie dachte, und so findet sie sich plötzlich in eine weitere Zusammenarbeit einwilligend wieder.